So, weiter geht's. Wir sind immer noch auf offenem Meer. Schaukeln hier immer noch rum. Da hinten ist unsere Insel, glaube ich, gewesen. Und ihr seht da vorne, ich sehe auf jeden Fall schon mal Plane. Das ist schon mal sehr gut. Die können wir direkt mitnehmen. Ich hoffe, wir finden hier eine Flasche oder ähnlichem. Ich weiß es nicht. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Sticks werde ich an dieser Stelle jetzt hier wohl keine mitnehmen. Weil, ja. Sticks haben wir nämlich, ehrlich gesagt, selber einige da drüben gesammelt. Und wir können immer noch hierhin zurück, falls wir welche brauchen. Die Folie nehmen wir aber mit. Gehen wir auf die Machete, wer weiß, was uns hier so erwartet. Vor allem diese Geräte brauchen wir. Geräte vor allem, die Fiber Sleeves. Für Lashings, das ist ganz wichtig. Ein Schwein! Ein Schwein! Bleib stehen! Oh mein Gott! Scheint, wir müssten Vegetarier bleiben. Was an und für sich ja gar nicht schlimm ist. Es hätte sich jetzt nur so geil angeboten, dieses Vieh zu fangen. Oder braucht man dazu das Messer? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich, ob ich jetzt eine Machete in der Hand habe und hau dem Vieh damit auf die Mütze. Oder aber ein Messer. Freunde, wir brauchen eine Flasche. Die Insel ist auch gar nicht mal schlecht hier so, ne? So, ich sammle mal lustig. Ich meine, wie gesagt, wir werden ja eh sterben. Bin da gerade echt ziemlich pessimistisch, weiß ich auch. Obwohl eigentlich echt bis jetzt eigentlich ganz cool lief. So geil, so viele Dinger hier. Ich habe nur Angst, ich habe auch so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir unsere Insel nicht mehr zurückfinden. Ich meine, ja, wir sind zwar mit dem Boot einfach nur gerade ausgeschippert in die Richtung hier. Aber irgendwo war auch, glaube ich, ein bisschen... Ich will das jetzt nochmal probieren. Wo ist es? Ich probiere das jetzt mal aus. Messer. Wo ist dieses Schwein? Da ist es. Freunde, ich probiere jetzt mal was anderes aus. Probieren wir mal aus mit dem Crouchen, ob wir an dieses Schwein rankommen. Ich will es unbedingt haben. Es rennt zu schnell weg. Okay. Lassen wir das Schwein Schwein sein. In erster Linie und schauen uns mal kurz hier um. Palm Tree brauchen wir nicht. Die Aussicht ist einfach nur herrlich. Da krieg gerade echt Fernweh, wenn ich das spiele. Da hinten sind so viele schöne Inseln. Das mistige Schwein, ich will's doch nur fressen. Bleib stehen.
Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich krieg dieses Schwein nicht gefangen. Wo ist unser Floß? Dort. Ich höre hier einzelne Klaviernoten die ganze Zeit. Also dieses Klaviergeplimper. Ich gehe davon aus, dass es uns langsam, ein zweiter Eimer. Den nehmen wir natürlich mit. Freunde, es kann sein, dass das jetzt schon unsere Lebensrettung war. Schnell ab ins Boot. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung wir müssen. So. Na, komm schon. Kletter rein. Hinsetzen und, darunter. War das unsere Insel? Oder dort? Nein, da war unsere Insel, oder? Oh, Freunde. Ich bin so aufgeregt. Ein zweiter Eimer. Oh, Minilex. Hoher Seegang. Hilfe. Ich möchte nicht sterben. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Und ich hoffe, dass da vorne ist unsere Insel. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Ping! Die Mikrowelle war wieder da. Ich finde das Wrack aber auch nicht. Ah, wir werden auf hoher See verkümmern. Scheiße. Niemals. Das ist nicht unsere Insel, oder? Das ist definitiv nicht unsere Insel. Wir sind doch überhaupt keine. Wir sind doch voll an diesem Wracks vorbeigeschwommen. Vorbeigeschippert. Also entweder bauen die sich jetzt gleich aus dem Nichts heraus auf, weil diese Chunks einfach noch nicht geladen wurden, oder doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind gerettet, Freunde. Ich hoffe es so sehr, dass das nicht unser letzter Ausflug war. Ich meine, dann wäre das Let's Play schnell vorbei, ne? Mit zwei Folgen. So ist es jetzt nicht, aber... Nein. Komm schon. Da, ich sehe es brennen. Also, ich sehe das Campfire. Komm schon, komm schon. Lass mich nicht im Stich. So, wir sind da. Das Boot wieder mitgezogen hier aufs Land. Schnell hin. Eimer. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ah, speichern. Ah, ich kann das nicht glauben, wir haben es geschafft. Warum kotzen wir denn jetzt schon wieder? Die war doch gut. Ist da was? Wir nehmen mal jetzt hier. Spoiled. Brutzeln uns mal hier so eine Frucht. Spoiled. Spoiled, spoiled. Freunde, ich glaube, spoiled ist dann vorbei, ne? Oh, scheiße. Ich muss die mal vernichten hier. Ich müsste mal so ein Loch buddeln quasi. Mülleimer craften. Schnell, bevor die auch, gehen nicht, okay. Wie war das? Die Kurava? Können wir, glaube ich, so essen, ne? Spoiled, spoiled, spoiled. Die nehmen wir uns mal mit. Die hauen wir mal zu dem Fass, wo ich sowieso ständig reingucke. Ein Kartoffeltürmchen, okay. Und die hier auch, die spoiled. Kura Fruit. Die hauen wir uns auch hier. Das wird unser Mülleimer hier vorne einfach. Ich kann das jetzt gerade gar nicht anders bezeichnen.
als dass das unser Mülleimer wird. Oh, ich könnte mich so freuen. Wir haben es geschafft. Die Spit. Nee, Kuwava Fruit. Die können wir so essen. Ohne dass was passiert. Geil! Geile Sache hier. Es wird zwar langsam wieder dunkel, aber geile Sache. Wir nehmen jetzt auch nicht so viele wieder mit. Da war auch wieder sowas. Es wächst also auch alles lustig nach, das ist gut. Und wir gehen diesmal aber auch nicht so früh pennen, weil das einfach nicht gut ist. So, die beiden lassen wir hier. Crafting. Ich brauche einen Hammer. Hammer brauchen wir Lashings für. Lashings können wir uns jetzt mega viele bauen. So. Und nochmal eins. Und nochmal eins. Noch eins. Und noch eins. Ups. Wollen wir noch einen nehmen? Nein, da fehlt uns jetzt einer für. Den kriegen wir aber auch, ist kein Problem. So. Das hätten wir auch alles. Firespit, Stick, Tarp, Lashings. Fünf Stück. Basic Freshwater Collector that can be used to boil salt water from one container and collect the freshwater runoff. Das könnten wir machen, dann kriegen wir definitiv schneller. Dingens. Dafür holen wir uns aber ein zweites. Machen wir uns ein zweites Lagerfeuer für. Firespit. Was ist da los? Wuhu! Was sagt denn die Uhr? 20 vor 7 ist noch zu früh zum Schlafen. Wir nehmen mal drei Stück und hauen die hier ins Campfire mit rein. Können wir noch mehr nehmen? Das Campfire nachfüllen. So. Können wir die Lampe wieder ausmachen? Ist ja hell genug hier. Es fehlt nur noch, dass hier wirklich so irgendwelche Typen langlatschen, ne? Crafting. Ich sollte es mal besser nicht zu laut sagen, bevor es implementiert wird. Machen wir es direkt mal an. Campfire. So. Fire Spit. Machen wir auch direkt da dran. Und daraus bauen wir uns dann hier den Wasserkollektor. Dazu brauchen wir aber mehr Fire Leaves. So, wir safen nochmal, weil wir so weit gekommen sind. Schlafen eine Runde, damit es früh morgens ist. Da hat was gepinkt, das nehmen wir uns direkt mal mit. Die hauen wir uns zwischen die Zähne. Die ist wild, die hauen wir uns hier dran. Und die andere nehmen wir auch. Und klatschen die, solange wir keine anderen Lashings haben, erstmal hier mit dran. Freunde, läuft, würde ich sagen. Uns fehlen, ich habe jetzt zwei Lashings verbraucht. Wir brauchen also zwei neue Lashings. Die Yucca ist voll, das ist geil. Wo sind die denn jetzt hier alle hingefallen? Sowas im Dunkeln machen ist natürlich auch sehr sinnig, ne? Drei, vier, ein Lashing. Boah, jetzt habe ich mich von meinem eigenen Schatten erschrocken. Hammer. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, hier so Mini-Forest-mäßig, dass hier gleich Ureinwohner kommen und uns auf die Mütze hauen. Crafting, zack, und noch ein, zack, und dann Crafting. Ich hoffe, wir haben jetzt noch immer noch alles. Jawohl. So, und zwar um den hier rum. Water Collector, hold E to interact. Okay. Ah, das kann man oben dran machen, das ist cool. Ich meine, ist ja nicht verkehrt genug davon zu haben, ne? Jetzt müsste ich unten Wassereimer und oben. Das heißt, wir könnten das Teil hier
glaube ich dann auch, bräuchte noch einen zweiten Eimer. Ich versuche das jetzt mal abzureißen, ob ich dann die Teile wieder kriege. Hallo? Hallo? Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist jetzt hier nicht euer Ernst, oder? Fickt euch! Das heißt, wir müssten später zu einer neuen Insel rüber. Wartet, wir waren da hinten bei der Insel. Oh, jetzt aber den Sonnenuntergang hier einmal Aufgang genießen. Heißt, wir müssen zu einer weiteren Insel da hinten irgendwo oder darunter mal schauen, damit wir einen neuen zweiten Eimer kriegen. Scheiße! Nein! Ah, jetzt hab ich's. Ah! Jetzt hab ich's ganz zerstört. Fuck off! Fuck, 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 fuck! Ja, gut, so viel zu der Situation. Wir müssen dann mal zu einer anderen Insel. Ich brauche einen Hammer. Dafür brauchen wir Lashings. Für Lashings brauchen wir die Machete. Was sagt unser... Wir haben kein Wasser mehr. Es war so klar. Moment. Man kann sich doch Pfeil und Bogen craften. Heißt, ich weiß, wie wir das Schwein kriegen könnten. Eventuell. Also Wasser ist ja hier echt gut, ne? Ist echt wichtig. Ich bin so doof, ehrlich. Ich meine, gut, dass man die Sachen... Wenn ich doch auf einer einsamen Insel bin, ja, ich baue mir hier selber so ein Wassersammelteil. Über Regenwasser, Kondenswasser, whatever. Ja, dann kann ich das Teil doch nun mal auch wieder entsprechend demontieren. Beziehungsweise mir zumindest den Eimer da runterholen oder whatever. Fickt euch, die scheiß Campfires halten auch nicht wirklich. So, eins, zwei, keine mehr, doch, habe ich wohl noch. Drei, so. Gucken, ob sich da vielleicht zumindest so Wasser drin sammelt. So, Schlauchboot. Brauchen wir das Schlauchboot leider. Komm. Ziehen wir das jetzt mal hinter uns her. Hier über schön, über Sand, über Stock und Stein. Kommt es mit? Jo, cool. Weil wir jetzt von hier hinten aus, von weit entfernt, lospaddeln werden. Stopp mal kurz. Ich muss mal kurz Überblick schaffen. Jetzt heißt es natürlich. Hallo, wo ist unser Schlag? Wenn das jetzt auch noch decayen würde oder despawnen würde oder whatever oder debuggen würde, ich glaube, dann würde ich dezent ausrasten. Gut, Freunde. Wir versuchen beim nächsten Mal unser Glück in... Gut. In diese Richtung. Was wir da finden oder auch nicht, werden wir dann sehen. Ich speichere jetzt nochmal schnell. Weil ich ja eh alles kaputt, was ich gemacht habe. In diesem Sinne, Kartoffeln sind auch noch nicht fertig. Toll. Bis dahin. Ciao.